Ja, hallo zusammen YouTuber und da bin ich auch schon wieder. Ja, wie ihr seht, bin ich schon wieder auf Achse. Und zwar ist das heute mal alles wieder nicht so einfach, weil meine CC-Cream, die von Balea, ist alle gegangen. Weil war ich auch noch mal ganz zufrieden, dass ich die mal alle gekriegt habe und wollte jetzt eigentlich die von P2 weiternehmen, die Mattifying Perfection. Ja, weiß ich nicht, ob die so ein bisschen eingetrocknet ist oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die so ziemlich fest jetzt auf der Haut. Also verreibt sich total schlecht, finde ich. Gefällt mir nicht. Naja, da habe ich gedacht, jetzt guckst du doch gleich mal, was man da vielleicht noch Besseres nehmen kann. Habe mich auf Codecheck getummelt, ne? Und habe mir da mal so angeguckt, was man nehmen kann, wo tatsächlich keine Schadstoffe oder nur wirklich wenig Schadstoffe drin sind. Und das sind bei diesen CC-Creams tatsächlich die von den Naturkosmetika. Gut. Das Ganze ist mal nicht so einfach, irgendwo CC-Creams von Naturkosmetikfirmen herzukriegen. Gut, es wird wohl Alverde beim DM geben, habe ich schon gesehen. Aber ich wollte jetzt als erstes mal zu einem Naturladen, Kostladen fahren, ne? Also zu dem Dennis, der hat ja bei uns neu aufgemacht. Und mal gucken, was die da so haben. Also Sante zum Beispiel soll ganz gut sein. Keine Ahnung, ob die nun die gerade da haben oder welche Marke die überhaupt führen. Also ich habe gesehen, sie haben Kosmetik. Das habe ich, als ich da mal drin rumgestöbert habe, hatte ich das gesehen, hatte da aber nicht weiter genau geguckt. Ja, gut. Fahren wir zum Dance. Gucken wir mal, was die so haben. Okay, los geht's. Ja, nicht schlecht dieser Dance. Die haben da also sowohl Sante als auch Dr. Hauschka, Benecos und Lavera. Genau. Und ich habe mich jetzt für die von Sante entschieden, die CC Cream. Okay. Ja, ich will noch zum Rossmann. Und ich würde mal sagen, den ganzen Einkauf, den zeige ich euch dann, wenn wir wieder zu Hause sind. Okay, bis gleich. So, wieder zu Hause angekommen. Ja, als allererstes wollte ich euch natürlich meine sagenhafte CC-Cream zeigen, die ich jetzt also beim Dance bekommen habe. Ich habe mir das Ganze geholt in, ja genau, da steht es ja, Natural 20. So, und die spendet bis zu 24 Stunden Feuchtigkeit, beugt der Entstehung von Pigmentflecken vor, strafft und glättet die Haut spürbar, kaschiert Hautunebenheiten, verfeinert optisch erste Linien und Fältchen der Haut, verleiht ein frisches Hautgefühl ohne zu beschweren. Ja, leichte bis mittlere Deckkraft. Genau. So. Die habe ich jetzt übrigens auch schon mal gleich ausprobiert, konnte ich in meinem Gesicht gleich mal bewundern. Also ich finde sie ganz gut, vom Auftrag her nicht so fest. Ja gut, ich meine, sie hat natürlich diesen typischen, ja, Naturkosmetikgeruch. Es ist allerdings so, dass der relativ schnell verfliegt, wenn der auf der Haut drauf ist. Also jetzt so merke ich eigentlich nichts. Das ist so im ersten Moment und dann ist okay. Ja, besonders preiswert ist das Ganze nicht, hat mich 13,95 gekostet für 30 Milliliter. Also ist jetzt schon mal nicht billig. Aber wie gesagt, ich hatte da beim Codecheck rumgeguckt und gerade bei diesen CC-Creams oder auch BB-Creams, da sind da irgendwelche Mittelchen, also bei den normalen, nicht Naturkosmetik, irgendwelche Mittelchen drin, die da irgendwie hormonartig wirken sollen. Da habe ich doch gedacht, jetzt ist ja sowieso meine CC-Cream von Balea alle, jetzt versuchst du es mal mit einer aus der Naturkosmetik. Und bis jetzt finde ich es ganz gut. Ich muss natürlich jetzt mal gucken, in den Tag über, wie das Ganze sich so entwickelt und ob es nachdunkelt und so weiter und so fort. Okay, das war das. Ach genau, hatte ich ja auch schon gesagt, die haben da beim Dance wirklich ziemlich viele Naturkosmetik-Firmen. Also Benecos,
Lavera, Sante und Dr. Hauschmann. Also kann man echt nicht meckern. Und von Benecos, da habe ich einen Concealer gesehen, der hatte mir auch sehr gut gefallen. So Bereich 5 €, also geht noch. Ja, ich werde das auch nochmal bei Codecheck abchecken sozusagen. Und wahrscheinlich werde ich mir den dann holen, wenn meiner von P2 alle ist. Also bei diesen cremeartigen Sachen, da würde ich sagen, da lohnt sich das schon, Naturkosmetik zu nehmen, also im Hinblick auf die Inhaltsstoffe. Bei Puder und sowas oder Lidschatten. Ja, ich meine, da ist überall Puder, also Talg drin und das wird Rille an sich, also Talkum, ne, das wird an sich relativ schlecht immer bewertet beim Codecheck, aber da gibt es eben gar nichts anderes. Ne? Also Puder besteht eben aus Puder, da kann man nichts machen. Aber wie gesagt, bei den Cremes, da kann man schon ein bisschen was machen von Inhaltsstoffen. Aber okay, ich zeige euch jetzt, was ich noch. Also beim Dance habe ich sonst nichts gekauft. Aber ich war noch beim Rossmann und da habe ich mir geholt. Erstmal hatten die gerade Signal im Angebot. Da habe ich natürlich gleich dreimal zugeschlagen hier. Kostenpunkt, glaube ich, 59 Cent. Aber ich gucke noch mal. Jo. Genau, 59 Cent. Genau. So, dann gab es einmal grünen Tee. Der allseits beliebte. Kostenpunkt. Meine Güte. 1,49. Genau, 1,49. So, und dann habe ich mir geholt für das Flecki, einmal die Denta Snacks, die kennst schon, die findest immer sehr gut, die kosten 49. So, und dann habe ich gesehen, das haben sie scheinbar neu drin, ja, steht da jedenfalls, Knusperzauber reich an Frischgeflügel. Das sind so Bällchen-Dinger. Das probieren wir doch gleich mal aus. Die sind ein bisschen teurer, die kosten 69, genau. So, dann habe ich mir von Isana Med eine Handcreme zugelegt. Die kostet 1,29. Ich glaube, die war aber auch gerade im Angebot. Ja, das ist jetzt auch, also hier steht es mit Nachtkerzenöl, intensive Feuchtigkeitspflege und vor allem den Ökotest sehr gut. Genau, das hatte ich auch bei Codecheck geguckt. Da war leider meine Hand sahen ziemlich durchgefallen. Da war auch irgend so ein Inhaltsstoff drin, der hormonartig wirken soll. Und da meine Hand sahen sowieso gerade zur Neige gehen, habe ich gedacht, gut, jetzt guckst du mal das Isana Med. Das ist im Codecheck sehr gut weggekommen. Gucken wir doch gleich mal, wie sich so macht. Ne? Aha, riecht schon mal nach nichts, was ich sehr gut finde. Ja, kaum, riecht kaum. Ja, ist jetzt nicht so eine Papiercreme, eher ein bisschen dünner sozusagen. Ja, macht so auf den ersten Anhieb einen ganz guten Eindruck, ist jedenfalls nicht klebrig. Ja, okay, gut. Also probieren wir die jetzt also mal aus. So, dann habe ich mir hier noch beim Tchibo Shop einen Etikettenentfernerstift geholt. Den hatte ich bei denen in der Reklame gesehen. Fand ich so ganz interessant. Kostenpunkt 2,99. So, was steht denn da? 3M Etikettenentfernerstift löst und entfernt Klebstoffreste, Etiketten, Feinstaub, Plaketten und Vignetten. Achso, irgendetwas vom Auto meinen die also. Perfekt dosierbar und sauber anwendbar. Ist er auch für Öl, Fett und Schmutz geeignet. Zusätzlich können Verunreinigungen durch Filzstifte innerhalb von wenigen Minuten rückstandslos und einfach entfernt werden.
einfach anwendbar auf Tischen, Schränken, Wänden, Metallen, Leder und so weiter. Ja, dann bin ich doch mal gespannt, wie der funktioniert. Ich meine, klar, man kann es auch genauso gut mit Nagellackentferner runterkriegen. Aber natürlich geht dann auch gleichzeitig immer der Nagellack mit ab, was ich immer so ein bisschen doof finde. Also werde ich den jetzt mal ausprobieren. Genau, so. Dann war ich noch, natürlich musste jetzt ja sein, ne? Easy Apotheke. Die habe ich ja nun auch für mich entdeckt. Also jedenfalls für die Tees. Und da habe ich mir dann gleich zweimal H&S Schafgarbenkraut-Tee organisiert. Kostenpunkt 2,75, genau. Die ist dann nämlich noch preiswerter als in der meiner Internetapotheke, der Volksversandapotheke hier. Ne? Meine Güte, jetzt ist das so schwierig zu zeigen. So, bitteschön, das war's. Ja, das war's jetzt auch mit meinem Haul. Bin ich wirklich zufrieden mit. Da habe ich wirklich ziemlich viele Sachen gekriegt, die ich auch wirklich gut finde. Und diese Angelegenheit hier, die Naturkosmetik zu kriegen, ist ja eigentlich auch gar nicht mal so einfach. Ja, gut, dann teste ich noch ein bisschen an meiner neuen CC-Creme rum. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch mal wieder ein bisschen Spaß gemacht diesmal. Und dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.